Gordon ruhte sich auf einem Abstellgleis aus. Manchmal dachte er, es ist wirklich ermüdend, wenn man eine so große und herrliche Lokomotive ist. Man muss aber immer den Schein wahren. Piep, 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 hallo Fettwanz, rief Henry. So eine Frechheit, prustete Gordon. Dieser Henry ist zu groß für seine Räder. Erlaubt sich so, mit mir zu sprechen. Ich hatte noch nie einen Unfall. Sind kaputte Pfeifen und gebrochene Sicherheitsventile Unfälle? Fragte Percy unschuldig. Nein, das nicht. Höhere Gewalt kann jeder Lokomotive mal zustoßen. Aber wenn einer entgleist wie Henry, also ich muss doch bitten, ist das richtig? Ist das in Ordnung? Dann war Henry dran, den Schnellzug zu ziehen. Gordon beobachtete, wie er sich darauf vorbereitete. Sei vorsichtig, Henry, du ziehst jetzt nicht den fliegenden Bückling, also sieh dich vor und bleib heute auf den Gleisen. Eingeschnappt fuhr Henry davon und Gordon gähnte und schlief ein. Aber nicht lange. Wach auf, Gordon, sagte sein Lokomotivführer. Es kommt ein Sonderzug und wir müssen ihn ziehen. Mit Waggons oder Güterwagen? Güterwagen, sagte sein Lokomotivführer. Güterwagen, sagte Gordon. Pah. Gordon hatte zu wenig Hitze zum Losfahren, also musste Edward Gordon zur Drehscheibe schieben, damit er in die richtige Richtung fahren konnte. Ich will nicht fahren, ich will nicht fahren, schimpfte Gordon. Sei nicht so dumm, dampfte Edward. Schließlich war Gordon auf der Drehscheibe. Durch die Bewegung war sein Feuer wieder aufgeflackert, brannte jetzt gut und erzeugte Dampf. Gordon war sauer und es war ihm alles egal. Er wartete, bis die Drehscheibe sich halb gedreht hatte. So, jetzt zeige ich es Ihnen, zischte er. Er fuhr langsam nach vorn, um die Drehscheibe zu blockieren. Aber er konnte nicht mehr anhalten und rutschte in einen Teil. Oh, zischte er. Holt mich raus, holt mich raus! Hoffnungslos, sagte sein Lokomotivführer und Heizer. Jetzt steckst du fest, du dumme große Lokomotive. Verstehst du das nicht? Sie riefen den dicken Kontrolleur an. Was? Gordon wollte den Sonderzug nicht ziehen und ist in einen Teich gefahren? Was sagt ihr da? Der Sonderzug wartet? Sagt Edward, er soll ihn übernehmen. Und Gordon, ach, lass ihn, wo er ist, wir haben jetzt keine Zeit, uns um ihn zu kümmern. Am anderen Ufer des Teichs kicherten ein paar kleine Jungen. Der sieht vielleicht blöd aus, den kriegen sie da nie wieder raus. Sie fingen an zu singen. Gordon die Pfeife plumpst den Teich, plumpst den Teich, plumpst den Teich. Gordon die Pfeife plumpst den Teich und das am Montagmorgen. Gordon lag den ganzen Tag im Teich. Oh je, dachte er, da komme ich nie wieder raus. Am Abend hoben sie Gordon hoch und legten Eisenbahnschwellen unter seine Räder, damit sie nicht im Schlamm versanken. Dicke Seile wurden an ihm befestigt und James und Henry zogen so kräftig an ihm, dass er schließlich gerettet wurde. In der Nacht kroch Gordon traurig nach Hause und hatte etwas dazugelernt.